und dass Tanjas Tätigkeit als Hausdame von so kurzer Dauer war. Das hast zum Teil auch du zu verantworten. Sie hat zum Glück erkannt, wo sie hingehört. Entweder man hat das Zeug zu hören oder eben nicht. Rosalie, das kannst du doch gar nicht beurteilen. Und ihr Mann steht ihr nichts nach. Der hat doch überhaupt keinen Biss. Beim geringsten Druck schmeißt er die Brocken hin. So, der Versager dankt. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Zukunft. Ja, mal bitte entschuldigen Sie. Nehmen Sie das nicht ernst, bitte ich. Großartig. Wir hatten uns gerade so wunderbar arrangiert. Ich habe das vielleicht ein bisschen scharf formuliert, aber in der Sache habe ich trotzdem recht. Rosalie, du wirst dich entschuldigen, und zwar sofort. Michael, bitte. Nix, Michael, sofort. Jetzt ist er gerade ein bisschen sauer, aber bis morgen... Rosalie, ich meine es ernst. Du musst dir nur darüber im Klaren sein, dass Eva Krendlinger keine Frau ist, die sich mit einer Affäre begnügt. Sie liebt dich. Das ist ja nicht zu übersehen. Mit ihren Gefühlen zu spielen, das war das Letzte, was ich im Sinn hatte. Tja. Umso mehr freut es mich, dass ihr endlich zueinander gefunden habt. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber du hast doch gerade gesagt, du bist verliebt. Ja, ja, Italien war toll, war romantisch. Aber vielleicht war Verona ein Fehler. Robert. Miriam fehlt dir, das wissen wir alle. Aber gib Eva eine Chance. Wenn ich mich nicht ganz auf sie einlassen kann, wenn ich nicht mit ganzem Herzen dabei bin, dann werde ich ihr nur wehtun. Du nimmst Miriam nichts weg, wenn du Eva liebst. Sie soll immer bei mir bleiben. Das habe ich Miriam versprochen. Das wird sie. Aber Robert, Eva Krendlinger ist eine wunderbare Frau. Und du bist viel zu jung, um allein zu bleiben. Also trau dich. Aber wofür du dich auch entscheidest, entscheide dich schnell. Alles andere wäre Eva Krendlinger gegenüber verdammt unfair. Wie er sich benimmt. Was hast du? Was sprechen Sie von Ihrem Vater? Vater? Erzeuger? Er ist noch viel schlimmer, als ich dachte. Jetzt setzen Sie sich erst einmal. Kommen Sie. Herr Saalfeld, Sie müssen unbedingt gut auf sich Acht geben. Ja, alles der Reihe nach. Was ist passiert? Er hat gedroht, Ihnen was anzutun. Aha. Und warum? Er bildet sich immer noch ein, dass zwischen uns was läuft. Oh. Tut es das nicht? Ich meine, ich mag Sie, Sie mich offensichtlich auch. Und außerdem hegen wir die gleichen Sympathien für Ihren Vater. Ja, aber er flippt völlig aus. Wenn wir uns weiterhin sehen, wird er Ihnen das Leben zur Hölle machen. Ach, was hast du? Das hat er mir schon so oft angedroht. Und wenn er alle seine Drohungen in die Tat umgesetzt hätte, dann würde es meine Familie nicht mehr geben und der Fürstenhof läge in Schutt und Asche. Er klang aber ziemlich entschlossen. Ja, aber so eine Drohung ist schnell ausgesprochen. Und wenn er dieses Mal ernst macht? Das tut er nicht. Er wird nichts riskieren. Zumal seine Zulassung als Anwalt eh schon am seidenen Faden hängt. Er sieht rot momentan. Besser, ich sag ihm, wie es wirklich ist und dass wir ihn nur provoziert haben. Also, dass er diese Vermutung als Wahrheit hinnimmt, das ist doch ziemlich schmeichelhaft für mich. Wissen Sie was? Ich mache Folgendes. Ich rede ein paar klärende Worte mit ihm. Und dann sehen wir weiter, ja? Aber sag mal, haben die da unten kein Bier? Ach, Jakob! Naja, Wein trinke ich halt nur an ganz besonderen Tagen. Zum Beispiel, wenn meine Schwester frisch aus Verona kommt und strahlt, als hätte sie gerade eine Lichterkette verschluckt. Jakob, du musst da unbedingt mal hin. Ich war mit Gianni bei der Arena. Das ist ein fast 2000 Jahre altes Amphitheater. Da werden heute im Sommer noch Opern aufgeführt. Na und? In München gehst du sogar im Winter in die Oper, habe ich mir sagen lassen. Und sag mal, wer ist denn das überhaupt, dieser Gianni? Hoffentlich kein italienischer Gigolo mit gegeltem Haar und roter Rose im Knopfloch, hä? Nein, Jakob. Aber er hat meinen Heiratsantrag gemacht.
den du hoffentlich nicht angenommen hast. Naja, ehrlich gesagt, war ich kurz davor. Aber dann? Was aber dann? Jetzt sag nicht der verrückte Koch. Ja. Wenn man dich eine Sekunde aus den Augen lässt. Wir haben uns geküsst. Auf dem Balkon von Romeo und Julia. Oh Jakob, ich bin so verliebt. Was du nicht sagst. Aber wenn es schief geht, ne, dann suchst du einen anderen zum Ausheulen. Aber wozu hat man denn einen großen Bruder? Eva, du hast es verdient, glücklich zu sein. Ich wünsche dir ehrlich, dass es gut geht mit euch. Aber eine extra große Packung Taschentücher besorge ich trotzdem schon mal zur Sicherheit, ne? Die werde ich nie wieder brauchen. Freut mich, dass alles zu Ihrer Zufriedenheit war. Herr Konopka? Herr Saas, was kann ich für Sie tun? Na, bitte. Als Bruder und Mitbewohner von Werner Saalfeld kriegen Sie doch sicher auch einiges von seinen Lebensgewohnheiten mit. Könnte sein. Ja, zum Beispiel, wer in seinem Schlafzimmer so ein- und ausgeht. Aber es würde mich doch gar nichts angehen. Herr Konopka. Ich muss wissen, ob meine Tochter ein Verhältnis mit ihrem Bruder hat. Bitte? Ja oder nein? Natürlich nicht. Sie dürfen nicht alles glauben, was der Flurfunk so verbreitet. Mein Bruder hat sich ein paar Mal nett mit ihrer Tochter unterhalten, wie ich übrigens auch. Also nur unterhalten, mehr läuft da nicht. Da ist ja unser Werte, Herr Zastrow. Wie ich gerade erfahren musste, haben Sie eine sehr unschöne Drohung gegen mich ausgesprochen. Wer sagt denn sowas? Ihre Tochter Lena. Jetzt hast du, ich habe zwei Töchter, mit denen ich ein ausgezeichnetes Verhältnis habe. Das erreicht, wenn ich jemand sie einschüchtert. Wenn ich in dem Punkt mal Beratung brauchen sollte, dann sind Sie mit Sicherheit der Letzte, den ich konsultieren werde. Falls Sie sich mit Ihren lächerlichen Drohgebärden wieder an Sie ranspielen wollen, ist das geradezu erbärmlich. Also erbärmlich sind alte Männer, die sich an jüngere Frauen ranmachen und glauben, sie werden dadurch wieder zum strahlenden Adonis. Oh, so viel Selbsterkenntnis hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Was mich anbelangt... Ich schätze Ihre reizende Tochter lediglich als Gesprächspartnerin, aber gewiss nicht als Bettgespielin. Sie sollten sich mal überlegen, warum sie zu Ihnen mit solchen Geschichten kommt. Naja, kann ich gut verstehen bei so einem Vater. Herr Saalfeld, ich warne Sie, hören Sie auf, meine Tochter zu manipulieren. Ich bin nicht schuld, dass Lena auf Abstand zu Ihnen geht. Das ist allein Ihr Verdienst. Bei Ihrem Sohn Lukas haben Sie es ja ebenfalls geschafft. Eigentlich sehr tragisch. Ihre familiären Verhältnisse. Ich sage Ihnen eins. Ich möchte diesem armen Mädchen lediglich als väterlicher Freund zur Seite stehen. Ihr dämliches Grinsen, das wird Ihnen noch vergehen. Musst du auch noch Öl ins Feuer gießen? Als ich die Tasche für Verona gepackt habe, da war ich irgendwie erschöpft, verloren, traurig. Und jetzt? So viel Glück habe ich mir nicht mal vorstellen können. Es ist überall. Im Bauch, im Kopf. Von den Zehen bis in die Fingerspitzen. In jeder einzelnen Zelle. Hallo. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Du hast schon ausgepackt? Ja, ich muss nur noch die Wäsche machen und dann... Ah, okay, dann will ich nicht weiter stören. Robert, du störst nicht. Ich muss sowieso... Valentina hat Hunger. Nanu? Was ist denn mit Robert los? Er muss mich falsch verstanden haben. Da hat er mir angeboten, bei ihm einzuziehen und ich
Ich sag, nein, lieber langsam angehen lassen. Das muss er ja in den falschen Hals gekriegt haben. Kommt denn das Straußenfleisch an? Also, Straußenfarm bei uns in Bayern, da bin ich aber sehr skeptisch. Wenn es Veranstaltungen gibt, bist du der Erste, der es erfährt. Man möchte nicht einfach mit der Sprache raus. Was hattest du mit Sasso geredet? Der hat mein Fläschchen Gift zugesteckt, damit er schneller an seine Anteile kommt. Ja, man wird ja wohl mal nachhaken dürfen. Ich hatte den endlich so weit, dass er sich wieder einkriegt. Da kommst du angegockelt und provozierst ihn von Neuem. Für einen Staranwalt hat der Mann aber sehr schwache Nerven. Vor allen Dingen hat er Kontakte zur Unterwelt. Denk mal an die Geschichte im Wald mit diesem Smyslov und der Statue. Das wirst du nicht normal erleben. Sasso mantelt sich wieder auf, das kann er eben am besten. Werner, ich weiß, wovon ich rede, der hat mich schon wieder an der Angel. Erinnere mich bloß nicht an deine unrühmliche Rolle im Prozess gegen Barbara. Der weiß genau, wo er reinhaken muss. Und das macht er skrupellos. Und das schätzt den Mann nicht. Es ist ja nicht so, dass ich mir keine Gedanken mache. Davon habe ich aber vorher nichts gemerkt. Ich lass mich bloß nicht unterkriegen. So oder so. Werner, bitte, mach nie wieder den Fehler und benutze seine Tochter als Druckmittel. Lena Zastro ist mir schlichtweg sympathisch. Die junge Dame macht eine schwierige Phase durch. Ich unterstütze sie ein wenig. Nicht mehr, nicht weniger. Hallo. Hallo. Herr Heinemann, hätten Sie eine Minute? Also diese etwas unglückliche Bemerkung, die ist mir so rausgerutscht. Das war nicht so gemeint. Aber so gedacht. Es sind auf beiden Seiten unschöne Worte gefallen. Und ich bin Ihnen auch gar nicht böse wegen Ihres Spruchs zu Michael. Also kurz und gut, Schwamm drüber. Wir wollen ja auch weiterhin gut zusammenarbeiten, nicht wahr? Sie machen sich's wirklich einfach, Frau Engel. Wieso? Ich habe mich entschuldigt und damit muss es auch gut sein. Was wollen Sie denn, dass ich auf den Knien vor Ihnen herumrutsche? Ich will Respekt. Das ist alles. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Tito. Vielleicht aus Dankbarkeit dafür, dass du nicht im Knast sitzt? Nein, nichts Lebensgefährdendes natürlich. Einfach, dieser alternde Playboy soll einen Schreck bekommen. Ja, Breitunfall zum Beispiel. Ich besorge mir ein anständiges Alibi für die Zeit. Gut, dann verlasse ich mich auf dich. Was hast du vor? Spionierst mir nach? Nein. Aber du solltest vorsichtiger sein, damit man dich nicht im ganzen Haus hört. Hast du irgendwas falsch verstanden? Du willst Werner was antun. Blödsinn. Das hast du schon im Beisein von Lena angekündigt. Und dummerweise davor auch schon, als Max das mitgehört hat. Ich würde jetzt gerne in Ruhe diesen Artikel hier zu Ende lesen. Ich bin mittlerweile überzeugt, dass zwischen Werner und deiner Tochter übrigens nichts läuft. Das will ich schwer hoffen. Ein väterlicher Freund will er für sie sein. Ja, und wozu die ganze Aufregung? Väterlicher Freund. Hättest mal sein schadenfrohes Grinsen sehen sollen, als er sich als ihr Vertrauter präsentiert hat. Ja, das kann er gut. Er setzt immer da an, wo es besonders weh tut. Das bisschen Vertrauen, das zwischen Lena und mir entstanden ist, das zerstört er mit größter Genugtuung. Tja, und deswegen willst du ihm einen deiner Schläge auf den Hals setzen? Das ist die dümmste Idee, die du haben kannst. Ich weiß schon selbst, was ich zu tun und zu lassen habe. Damit gewinnst du Lenas Vertrauen jedenfalls nicht zurück. Er sagt unsere Expertin in Sachen Mutter-Kind-Beziehung. Ne? Wir wissen alle, wie es in puncto Vertrauen zwischen dir und deinem Sohn steht. Mit Lena passiert mir das garantiert nicht. Magst du auch noch einen?